herzlich willkommen bei Voodoo Sports. Das ist Leonie und das ist Sarah. Heute wollen wir uns eine neue Selbstverteidigungstechnik angucken. Und zwar, wie könnten wir uns wehren, wenn uns jemand, sag ich mal, sehr fest in einem Handdruck festhält und wir das eigentlich nicht so nett finden. Genau, also das Erste ist, ihr solltet einen Partner haben, der ungefähr die gleiche Größe hat. Es funktioniert auch mit jemandem, der ein bisschen größer ist, aber es ist einfach leichter, wenn ungefähr die gleiche Größe ist. Na, also ihr steht einfach voreinander, sagt schön Hallöchen. Jetzt ist die Anna aber so gemein, drückt meine Hand so fest, dass ich unbedingt raus möchte oder einfach ihr zeigen möchte, hör auf damit. Dann fangen wir einfach an, wir drehen unsere eigene Hand ein bisschen nach unten, sodass der Ellbogen quasi in diese Richtung gebeugt werden würde. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt, wir ziehen den Arm ein wenig zu uns heran und fädeln unseren linken Arm unter den Ellbogen, sodass rein theoretisch, wenn wir hier den strecken würden, der Ellbogen quasi über den eigenen Arm gehebelt werden würde. Und als Unterstützung legen wir den linken Arm jetzt in den Nacken von unserem Gegner und ziehen mit der anderen Hand einfach runter. Genau, wenn es so doll ist, kannst du gerne abklopfen. Einfach quasi den linken Arm ausstrecken und mit dem rechten Arm oder mit der rechten Hand nach unten ziehen. Genau, und das ist, glaube ich, nicht ganz so angenehm. Ja. Genau. Und wenn ihr dann quasi in so einer Situation seid, würde es natürlich ein bisschen schneller ausgeführt werden. Passt auf, wenn ihr es mit einem Partner macht. Gelenke sind natürlich nicht ganz so beugsam. Bei Mädchen ist es meistens so, dass wir ein bisschen mehr Mobilität in den Gelenken haben. Also es ist nicht so schlimm, ein bisschen rüber zu gehen, aber achtet immer auf den Partner, sobald derjenige abklopft, aufhören, damit da keine Gelenkschäden entstehen. Also ihr könnt das machen. Dann ihr geht rum, klemmt euch rein und drückt den Arm nach unten. Genau. Sehr schön. Genau, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Däumchen hinterlassen. Ansonsten schreibt was in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Ausprobieren.